Okay, ich gehe doch nochmal auf die Uzi. Ha! Auf jeden. Bitte lasst mich hier raus, um Himmels Willen. Ich sterbe hier sonst noch einen grausamen Nerventod. Don't worry about it. Just get out of here, okay? It sounds like a fucking war is going on. Calm down. Some poor bastard, quite literally, on the graveyard shift. Must have been wondering why there were suddenly more bodies above ground than below. Sniper! Shit! All I can hope for is that he didn't even hear the shot that killed him. Get down! Shot came from the top of the mausoleum! Up in the tower! This is the only way through. If I lay down cover, can you move up on him? That's anyone's guess. Scheiße. Asshole! Don't let them draw you out! I need help! Get up! Falsche Taste gedrückt. Geh weg, geh weg, geh weg. Ist der jetzt hier schon oder was? Ne, der ist da drüben. Okay. Eine weniger. Jetzt. Ah, nee, nee, nee. Uah. Geht er einfach raus aus seiner Deckung, der Irre. Okay. Sure. Right up to the moment my head gets blown off. You gotta move again. I'll give you cover. Wait on me. Get behind that thing. Don't give that sniper anything, eh? Scheiße. Der jammert über sein Bein, der sollte eigentlich komplett tot sein. Oh Gott. Und jetzt? Sure, right up to the moment my head gets blown off. Und jetzt? Bin auf den Stufen oben. Ich bin auf den Stufen, ja, ja. Er hat seine Schrotflinte weggeworfen. Was hat er die hier weggeworfen? Du bist so ein Penner, ist das mit diesen Waffen, ey? Nimm die Schrotflinte! Herrgott! Okay, es geht hier nicht rein. Hier? Nein! Oh, natürlich haben wir jetzt unsere 250 Millionen Munition weggeworfen. Weil er so klug ist und einfach die Waffen wegwirft. Also für die Uzi hier haben wir jetzt nichts mehr. Jetzt haben wir die 171 wieder eingesammelt. Ja gut, toll, ich bin jetzt hier oben. Und nu? Seht ihr, das ist das, was ich meine, wo nicht klar ist, was man tun soll. Wo? Wo hinter? Weißt du? Ich stehe hier.
Normalerweise macht er die Türen ja selber auf, wenn er... Also wenn er irgendwie an eine Tür rangeht, macht er das ja automatisch. Scheint nicht zu funktionieren, ihn zu töten. Jetzt. Das musste man also tun. Und jetzt ist offen. We've come in here to hide, not very successfully as things turned out. Freeze! As opposed to what? Disco dance? Shut the fuck up, half-caste! Turn around! Turn around! Move! Move! Hold it! Move. Where are we going? Hey, please. Mr. Dipshit. You killed my son. You killed my fucking son. Auch ein Arschloch. My boy. My only son. Listen, I'm sorry. Fuck you! Sorry for your loss. But your son was killed in gun battle. A battle he started. Shut your fucking mouth! Shut up! Shut up! Shut up! Fuck you! You killed my son! You fucking spick! God. You killed my son! Dig! Now! I have to admit, I almost felt bad for the guy. Dick. Nah. Sure, he had lived a bad life, but I, of all people, knew that living with this grief would be payment enough for any sins. Still, perhaps not so bad that I was prepared to dig my own grave and let these Goombas kill me without even getting some dirt on their hands. Nobody ain't gonna bury itself. Dig, motherfucker! Stop! Where are you going? I die! Na, also. You alright? Yeah, I'm fine. Alright, follow me. Und jetzt nochmal durch 50 Typen durchschießen, bis wir endlich raus können, wahrscheinlich. Nochmal zurück über den Friedhof in die andere Richtung, ja? Irgendwie so wird's doch wieder enden. Passt, das ist schon wieder weg. Shit. Dreht man sich einmal um nach seinem Kumpel. Da, hier, da ist ein Typ. Habe ich eine Pistole? Nee, dann muss ich erst wieder eine aufsammeln von Hand. Damit ich auch wieder eine Pistole haben darf. Scheiße. Wo denn da denn?
us in this situation? Hör auf zu heulen. Ich bin nicht in der Stimmung. Danke. Bleiben also bei der Pistole, weil wir mit der noch ein bisschen Munition haben wenigstens. Nee. Die 1 habe ich gedrückt. Ach, jetzt liegt die Pistole auf der 2, natürlich. Das macht ja so viel Sinn. Ha, jetzt. Ehrlich? Ehrlich? Da schleust ihr uns jetzt rein als Spieler? Hier unten gibt es doch bestimmt Painkiller irgendwo. Haben wir jetzt übrigens noch keinen einzigen gefunden. In diesem ganzen Spielabschnitt. Haben nur welche zur Verfügung gestellt bekommen, aber selber war dann nichts. Gott, hat mich dieses Skelett gerade erschreckt, ey. Und dann schauen wir mal hier kurz ein bisschen, jack. Eigentlich müssen wir da nicht unbedingt durchgucken. Oh, Passos! Du bist auch wieder da! Na super! Und da liegt ein Sportmagazin auf dem letzten Tisch. Bleiben wir bei der Pistole. Da fühle ich mich gerade immer noch am wohlsten mit. Hey, psst, this way. Up there. Go on, go, go, go. You go first. Fine, gentlemen, thank you. This place looks about as good as any to make a stand. At least the coroner won't have to go far to go to work. Like I said, Paso's always had a good sense of humor. We gotta find a phone. I got a connection in Queens who can help us. Huh. All right. Spread out! And clear every room before you move on. We don't want to miss these damn fools. Our SOS. Moment, ne? So, sorry für die kurze Unterbrechung an der Stelle. Da war mich gerade eine Freundin besuchen. Ich hab's zusammengeschnitten. Hoffe ich zumindest. I have to wait. Ja, warum gefällt mir das überhaupt nicht? Cool, wie es die Vorhänge bewegt. Und ein Painkiller und ein goldenes Dingsstück. Das war gerade ein bisschen unnötig riskant, das Ding jetzt aufzusammeln. Aber das dürfen wir nachher bestimmt wieder nicht mehr. Und da oben. Da hoch? Lauf doch nicht da hoch. Oh, natürlich. Ich darf ihn von hier unten wahrscheinlich nicht mal erschießen. Jetzt muss ich wieder jeden aufhalten, der zu Passos rennt. Und jetzt sind sie natürlich auch noch zu uns hin unterwegs.